Herzen auf der Welt. Herzlich willkommen zu unserem Bundesland. Und ich hoffe, dass wir das Video mal mit. Und dann sind wir uns schön. Hier kommt unsere Kuh, unser sozusagen Opfer. Wie heißt sie? Rosetta. Ist die Rosetta. Lieb, ist sie lieb. Oh, die ist ganz lieb. Und gibt auch noch ein bisschen Milch, oder habt ihr uns ja schon gemolken heute? Die ist schon gemolken. Die ist schon gemolken, aber es kommt noch ein bisschen was raus. Ja, immer, ja. Okay, immer. Also, dann... keine Ahnung, wie das läuft. Ja, aber muss ich sie dahin binden? Dann binden wir sie mal an und aus. Schauen wir mal, genau. Aufgeregt? Ja, ich weiß ja nicht, ob das klappt. Ich bin jetzt schon gespannt. Jetzt muss der Junge dort einen Milchstuhl holen. Genau. Und einen Kessel. Ist das auch schwer? Ja. Ob das sehr schwer ist? Nein. Nein? Ich habe das noch nie probiert. Wir machen eine Attrappe, oder? Weil jetzt sind sie ja gemolken, oder? Aber sie müssen einfach so der gleiche tun. Okay. Also Sie müssen mir das dann ganz genau erklären, dass ich mich nicht vor Kamera blamiere. Natürlich ist auch Gute Laune TV da und Benny Schnier, den haben wir hier. Eure Künstlerin? Gute Laune TV. Eure Künstlerin ist die Kerstin Merlin. Ja, das wissen wir nicht so genau. Momentan haben wir zwei, einmal Laura Wilde und Kerstin Merlin. Wir entscheiden uns noch. Okay, wer am meisten Milch rausbekommt aus der Kuh? Ja, genau. Schöne Idee. Okay, na wollen wir mal die Mädels sozusagen mal motivieren und richtig mal anfeuern. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. So, abknüten, oder? Wahrscheinlich abknüten. Beide abknüten und noch hat es auf ihr Stich. Kerstin, und jetzt? Dann kommst du so. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Unterstütze dich, ja, mach ich. Ja, gut. Jetzt wird immer rechts gemolken. Rechts, von der rechten, rechten Seite. Dann müssen wir einmal rechts. Ja. Sehr schön. Das schneidet ihr ein bisschen. Jetzt sitzt du da hin. Ja! Schreck dich auch nicht auf. Nein, auch ja, was hast du gemacht? Die Kuh haut ab? Die ganzen guten Ratschläge, was passiert hier? Macht sie das richtig? Ich glaube, die Kuh, die will nicht. Ach Mensch, die arme Laura. Jetzt schauen wir mal. So. Oh. Ich glaube, das sieht schon mal ganz gut aus, oder? Ich weiß es nicht. Und nichts. Ist da was drin? Muss man da Brücken ziehen? Aber ich glaube, ein bisschen haben wir was schon drin. Also, er hat mir gerade erklärt, die sind schon gemolken, es kommt nichts mehr. Schon leer, aber ein bisschen was geht immer. Ah, oh, okay. Kennst du keinen Mann? Ja, und dann unterdrücken. Aber nicht klüben. Ja! Nicht klüben. Hopp! Oh, ja.
Sehr gut, sehr gut. Applaus. Sehr schön. Jetzt kommt Kerstin dran. Ich habe aber leider nicht zugeguckt, wie sie es jetzt gemacht hat, dass es funktioniert. Na gut. Lass es dir nochmal erklären. So, jetzt wird wieder der Schemel angestellt. Ja, Leute, hier wird richtig gemolken. Da haben wir wieder richtiges Aufsehen hier für Promi-Geflüster. Toll. Laura, war das jetzt schlimm, oder? Es war nicht schlimm. Es war nur jetzt ein bisschen peinlich, dass nicht gleich Milch kam. Aber für das, dass du das erste Mal machst, muss man sagen, toll. Aber bist du stolz auf mich? Habe ich es trotzdem gut gemacht? Ja. Also ich freue mich, dass ich es mal ausprobiert habe. Ich habe das ja noch nie gemacht und ich... Ich freue mich, dass ich es mal ausprobiert habe. Nee, toll. Also ich meine, klar, muss man noch ein bisschen üben, dass der Eimer voll ist. Training, wirklich. Das ist ganz schön. Und dann machen Sie das heute alles maschinell, also von daher. Aber jetzt bin ich froh, dass die Kerstin mich unterstützt und mitmacht. Funktioniert das Ganze hier? Toll, 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 toll. Immerhin, na, oder? Hab's! So, sehr schön, toll, danke schön. Das ist mein erstes Mal. Laura, komm nochmal dazu. Also, ich würde sagen, ihr habt eure Sache wirklich toll gemacht. Und aus euch kann wirklich noch was werden hier auf der Alm. Wir ziehen bald hierher, ja, wir machen das so mit Link. Wir haben eine WG und es wird lustig. Die ist auch lieb, die Kuh, die kommt auch mit und dann müssen wir ein bisschen üben. Das war die Rosetta. Frühstücken haben, das genau. Dauert noch ein bisschen, glaube ich. Alles klar, danke, dass ihr den Spaß mitgemacht habt. Ich habe noch für euch was, kleine Sekunde, noch was Süßes teilt euch. Dankeschön. Ja, Laura, jetzt aber. Okay, danke, damit war's. Danke, Frank. Danke, gerne.